just wanna see the light. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der Karte Green River im LS22. Ja, wir haben letztes Mal unser Feld fertig gehabt, aber der Auftrag wurde nicht abgeschlossen. Er wurde aufs nächste Feld beantragt. So. Das heißt, wir gehen weiter in die Ernte. Und los geht's. Ich habe mir einen Plan gemacht, den werdet ihr aber etwas später in der Folge mitbekommen. Ich habe ein bisschen rumgetüftelt. Lasst euch mal überraschen, was da kommt. Jetzt ernten wir erstmal mit unserem schönen Ernter hier. Der schon so dreckig ist. Bahnen werden immer länger. Das sind aber auch große Felder hier, ne? Da sind wir auch wieder ein paar Folgen mit beschäftigt. Na, schauen wir mal. Wir fahren jetzt erstmal vor Gewinde. Gewinde. Nicht vor Gewinde, vor Gewinde. Und ich habe mich entschlossen, wir werden doch Helfer mit einsetzen bei manchen Arbeiten. Also nicht mehr alles alleine machen. Auch Helfer mit einsetzen. Ist einfach entspannter. Für euch, für mich. Seht ihr nicht immer das Gleiche denn nachher? Gut, im Moment. Gibt es glaube ich nur. Ernten, ernten, ernten. Außer Ballenpressen, aber Ballenpressen will ich nicht. Das seht ihr auf der anderen Karte, habt ihr schon oft genug gesehen. Auf der Pressfahrt. Aber mal schauen, vielleicht nehmen wir doch noch einen Ballenauftrag an. Soweit habe ich noch nicht weiter gedacht. Ansonsten springen wir vor. Gucken uns was denn erwartet. Wieder ein schöner Tag im August. 10:46 auf dem Feld. Das läuft doch gut. Ja, und wenn ihr diese Folge guckt, dann habe ich schon meine ersten zwei Livestreams hinter mir auf Twitch. Guckt auch da mal rein. Den Link werde ich euch noch unter das Video packen. Und ich sage ihn euch jetzt aber auch mal, das ist Bauer Hanke 1981. Wäre schön, wenn ihr da mal mit drauf guckt, wenn ich live bin. Und wir ein bisschen miteinander kommunizieren können,
weil ich eventuell in Zukunft vorhabe, diese Folgen hier im Livestream aufzunehmen. Weil dann hat man auch ein bisschen was zu reden und muss sich nicht immer so Themen ausdenken und man sagt immer das Gleiche quasi, ne? Deswegen könnt mir das ja mal unter eure Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn ich die Folgen jetzt auf Twitch live aufnehmen würde. Und dann auf YouTube hochlade. Es gibt ja bestimmt auch welche von euch, die Twitch haben. Nicht alle, aber bestimmt einige. Deswegen einfach mal eine Kommentare schreiben. Ja, mit diesem 0-Euro-Projekt, da bin ich immer noch am Überlegen, ob ich es mache oder nicht. Es sind jetzt drei LS-Projekte und K-Mechanik und es soll noch ein anderes Spiel jetzt demnächst wo mal mit zukommen. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wenn ich das Spiel dann endlich mal habe, ich habe es mir bestellt, es sollte auch schon vor 2 Tagen da sein, aber es ist immer noch nicht da. Ich weiß nicht, woran das liegt. Deswegen muss ich da mal schauen. Und dann wird hier auch die liebe Biene jetzt in Urlaub fahren. Von hier aus gesehen in 3 Tagen. In der Aufnahme jetzt her. Wenn ihr natürlich die Aufnahme sieht, ist die Biene schmeckt wieder da, ne? Ist ja klar. Warum? Ich muss mal mit Kelly sprechen. Wir müssen wohl 2 Folgen Drenzebad ohne Biene aufnehmen. Was ich aber auch verstehen kann, irgendwann geht's halt nicht mehr. Es war Urlaubsvorbereitungen treffen. Und ich gönne der Biene das ja total. Dass sie jetzt mal Urlaub hat, dass sie mal ein bisschen ausspannen kann von ihrer Arbeit. Also Biene, wenn du das hörst, hoffe ich, dass du dich gut erholt hast in deinem Urlaub. Dass du von der Arbeit abschalten konntest und dass du jetzt wieder Kraft hast und Energie. Aufnahme-Sessions starten können. Weil ich vermisse das jetzt schon total mit ihr zu daddeln und einfach mal ein bisschen zocken, ein bisschen lachen und das. Ja, das würde mir fehlen. Ja, aber jetzt genug geschwafelt. Jetzt wollen wir uns hier mal ein bisschen auf Arbeit konzentrieren. Das Vorgelände ist immer noch nicht fertig, aber ich sehe da vorne in die Ecke gekommen.
bist du in die Ecke gekommen? Da ist die Ecke mit was drin. Ne? Dreschen ist ein Wolf. Ich bin schon bei 93%. Voll. Ich bin so voll. Mache ich den Steier ja, ne? Das ist so ein schöner Traktor, so ein schöner Alter. Aber für diese Karte einfach zu schwach, würde ich sagen. Da wir so umsteigen wollen mit Trecker. Bin ich mal gespannt, wann wir das Geld zusammen haben. Ja, wenn wir diesen Hänger voll haben, dann bringen wir den mal eben weg. Schon mal in den Drescher kurz einsteigen und gleich ausschalten, wenn der leer ist. Weil ich jetzt gleich was vorhabe. Was? Habe ich mir zu verguckt? Macht kein Ärger. Scheiße, wird noch ein Hänger. Noch eine Ladung abwarten müssen. Oh, jetzt, ich habe mich verrechnet. Scheiße. Ja, das tut mir jetzt leid, Leute. Müsst ihr noch warten.
trotzdem, dass ich mich so verrechnet habe. Wie hat er das jetzt anders aufgerechnet? Was steht da? Kann man sich so verrechnen? Ich habe das doch ausprobiert. Weil ich habe ja kein automatisches Speichern drin. Ne? Ich kann ja ausprobieren und dann einfach so wieder rausgehen. Aus dem Spielstand, das ist das Gute dabei. Ich hatte da was ausprobiert und wieso das jetzt schon wieder nicht hinhaut? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Lassen wir jetzt mal den Helfer. Wir holen schon mal den Steuer nach. Schnell daher fahren. Nur die vierte Tasche drin. Wir brauchen nur einen ganz runter. Das zu machen, was ich vorhabe. Und der Steuer wieder aufreißen. Ja, wir haben ja gleich noch keinen neuen Fänger, aber ich muss den nochmal abgeben, fertig. Weiß auch nicht, irgendwo habe ich mich hier verrechnet und das holt alles nicht so hin, wie ich mir das ausgemalt habe im Vorfeld. Wir wollen doch mal was schaffen hier.
noch zu wenig Auftrag abzuschließen. Sag ich doch, das kann doch nicht wahr sein. Rechnet ihr das anders an, als wie ich das geplant hatte? Oh Mann. Scheiße. Wenn man was plant, Leute, und das im Vorfeld geklappt hat, der funktioniert jetzt nicht mehr. So ein Mist. Das kotzt mich an. Ehrlich. Mal was gucken bei uns in der Werkstatt. Erstmal brauchen wir einen Stärkeantrieb. Das wird alles nichts. Steuer ist einfach zu schwach. Wir werden uns auch gleich vom Steuer trennen. Geld auszugeben, mir einzunehmen, Kredit abzuzahlen. Gegensteuer, du kommst weg. Die Verkehrsschilder natürlich mitgenommen, ne? Wie so oft. Ich bin nicht in der Verfassung zu fahren, irgendwie. Also nicht. Das klappt einfach nicht, so wie ich das möchte. Kennt ihr das auch, wenn das mal so klappen soll, wie es klappen soll? Nein, passt es nicht. Müssen wir uns erstmal beeilen, dass wir den Korntank abtanken können. Jetzt habe ich gewusst, dass jetzt voll ist. Bin aber gleich da. Egal.
noch schlechter in der Gänge, habe ich das Gefühl, oder täuscht das? Ja, komm dort ab, Junge. Jetzt fahren wir erstmal den Steuer weg. Schauen wir, was wir dafür noch kriegen. Er hat uns gute Dienste geleistet in den letzten 4 Folgen. Aber er ist einfach zu schwach. Für eine kleine Karte wäre ideal. Vielleicht kennt ihr eine Karte, wo man mit wirklich kleinen Fahrzeugen spielen kann. Ich habe bis jetzt noch keine gefunden, wo ich sage, ja, kannst mit kleinen Fahrzeugen spielen. Wenn ihr eine kennt, dann schreibt das doch mal bitte in die Kommentare. Müsste allerdings für Konsole sein. Wie gesagt, für Konsole bitte eine Karte, wo ich mit kleinen Fahrzeugen spielen kann. Wirklich mit kleinen Traktoren, also nicht mit Mittel, mit kleinen Traktoren, ne? Steiger geht auf die letzte Fahrt. Juhu, wir haben Geld drin, ist das nicht schön? Dann können wir als nächstes mal auf unsere Finanzen gucken wir. Zurückzahlen. Bitte haben wir zurückzahlen. Wir sind wieder schuldenfrei. Juhu. Gerätschaften. Ach, falsche Menü natürlich. Ach, das doch. Uber, Drehtechnik, Gewichte. Gucken wir mal bei New Holland rein hier. Was einer mit 435 PS. Kostet. Boah. Okay. Das ist einer mit Knicklenkung, der fällt weg. Ketten fällt weg. PS.
Ausbaufarbe. Finde mit der noch am besten, ne? Okay. Was haben wir hier drinnen? Kannst du über null die Fahr? Den könnte ich nochmal ändern. Oh, 280 PS, ey, das ist alles so schwach. Warte mal, ich kann ja noch hochpumpen, ne? So. Gewicht. Standard, Farbe, Spezial, Silber, Weiß, der wird mir schon gefallen, ne? Ah, wieso? Der stand doch mit mehr PS drin, oder? 10 PS bin ich doof. Das zeigt er mir. Das zeigt er mir 310 PS an. So. Okay. Wow, oh. Wir müssen erstmal hier den Helfer abtacken wieder. Ja, wie ihr schon gesehen habt, ich gucke schon nach neuen Traktoren, der ist noch gar nicht drin, aber man kann ja schon mal gucken. Na, wir fahren mal abladen. Nur.
Noch nicht. Scheiße. Mann. Warum funktioniert das nicht so, wie ich das möchte? Das liegt an der Aufnahme, Leute. Eindeutig. Das klappt nicht so genau, wie ich das wollte. Ja. Unser Drescher ist am Dreschen. Nur nicht so, wie ich das gerne möchte. Ja, lassen wir den Helfer noch den Tank voll machen. Oh, und der Helfer, der braucht so lange, ne? Wir kommen der Sache näher, glaube ich. Gleich ist Feierabend. Der hat nämlich gesagt, er muss noch weg. Und das ist voll. Owen. Entlassen wir den Helfer für heute.
Ja, so ist das, ne? Und wieder eine erfolgreiche Folge gewesen. Wir haben wieder viel geschafft. Nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Naja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich war heute nicht ganz so gesprächsfähig. Aber wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst, wie es funktioniert. Abonnieren, liken und kommentieren. Bis dann, euer Bauer Hanke. Tschüss.